Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Matchmap auf der Brücke. Zusammen mit meiner Frau versuchen wir uns gerade irgendwie loszureißen. Und ja, der Gegner, ich weiß nicht genau, was er macht. McManus. Hallo. Risi. Hallo. Ja, moin moin. Du klappst mich ab. Was machst du denn da? Du klappst mich ab. Bei uns hat sich's ein bisschen verhakt. Immer den ersten hier, oder? Habt ihr euch verknotet? Ja, auf der Brücke auch noch irgendwie. Ja, heiß und innig. Wow. Aus. Ja, also schöne Bilder, genau. Und der... sieht echt gut aus. Der, wie heißt das hier, der Unimog hängt in der Ballenpresse hinten dran und wird damit abgeschleppt, ist hochgeboxt. Mm. Das ist echt ein Bild. Also, wenn ihr das Chaos sehen wollt, voll irgendwie nur anders, bei der Obstfarm, das sieht echt gut aus. Oh, schleppe ich dich weiter ab, oder? Ich muss mal gucken, wie wir das Ganze wieder auseinander, ey, wenn wir die Fahrzeuge zurücksetzen, das machen wir echt ein Problem. Wie alt seid ihr eigentlich, wenn man fragen darf? Hatten wir das schon mal? Hatten wir schon, ey. Ich sag immer, jünger als Kronk. Mitte 30. Du bist Mitte 30? Wie alt bist du? So alt schon. Traurig, aber wahr. Nee. Aber deswegen habe ich auch Counter-Strike schon gespielt mit 18. Ne? Ja, aber wie alt bist du? 36. Oder? So alt wie du, Tino. Ja. Ihr seid ja noch Jungspunden, ne? Da im Vergleich. Ich will ja nicht sagen, aber du bist ja gerade mal 2 Jahre älter wie ich. Dachtest du, ich wäre noch älter, oder? Na, ich überlege jetzt gerade. Lass dich nicht vom Tino verarschen. Du bist 40, ey. Was? Mindestens, oder? Ja, ohne Scheiß. Er verarscht euch hier mit 34. 40 ist der junge Mann. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was? Nee, danke. Das ist so, ist so. Echt? Ja, ja. Füssi, aber nach deiner Rechnung müsstest du ja 15 sein. Aber ich versuche mich gerade zu erinnern, auf der FarmCon, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja, also meistens höre ich, dass ich noch nicht ganz so alt aussehe. Ich meine, 36 ist ja auch relativ, ne? Also, willst du Anfang auch nicht verraten. Wie alt ist deine Liebste? Ja. Meine Frau ist noch ein bisschen, jünger. 20. Ja, Mitte. 25? 26. Bei euch war doch auch dann nicht viel Unterschied, oder wie? Oder 27, glaube ich. Ne, 28 ist er. 28 ist er. Ja, Hauptsache man weiß, wann er Geburtstag ist, ne? Krass. Ja, das ist ja... Hast du dir nochmal gegönnt, ne, Fied? Ja. Ja, sagt er nur. Ja, es läuft. Denn bei mir läuft's. Na gut, wenn du 40 bist, ja. Ja, leider. Wo ist denn der Wickler jetzt? Was machst du da jetzt im Kreis am Hof, oder? Ja. Was ist los? Das ist gut. Dann neben der... Warum muss ich mich immer dissen? Ja. Das tut mir leid, Schatzi. Schlimm mit dem. Beim Friesi ist ja auch irgendwas mit 30 dann schon. Ja, ich bin 31. Altherren. Bist du denn? Ja. Anderes Feld, das ist der Düngerstreuer. Das ist doch schon gemäht. Au. Über die rechts. Geht gar nicht mit Wunder, mal herzufahren hier. Ja, cool, schon weiter, oder was? Ein anderes Biogaslandanfeld. Oben. Wo? Oben. Drehen bitte. So. Nein, guck doch auf die Karte, ich bin. Habe ich doch. Bändigungsschwierigkeiten. Dann bitte auf der anderen Seite. Wie sie? Ja. Bring dir jetzt mal den Ladewagen. Du kriegst das doch bestimmt auch alleine hin. Wir müssen hier den ich kann alles alleine hin. Fand mich ab, ich ernte. Kann auch noch Stroh sammeln. Geh auch noch hin. Kannst du da weiter düngen gleich, bitte. Was machst du denn? Naja. Schon mal das nächste in Angriff nehmen. Ja. Sorry für das Rumgekaue, aber ich musste jetzt gerade mal meine leckeren Haferflockenplätzchen essen, ey. Boah. Was für Haferflocken? Haferflockenplätzchen. Selber gebacken. Plätzchen, ja. Selber gebacken. Hm.
Mit zarten Haferflocken. Zarte Haferflocken. Ey, das ist wichtig. Und nicht die groben. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt, nein, ja, aber ja, lacht halt, ne? Aber es ist wirklich wichtig. Es gibt dann die zarten und. Alter. Das ist für den Darm wichtig, Mann. Das geht auch mit dir. Geht ein bisschen zu weit. Da siehst du doch, wie weit das ist. So, ja. Hab's auch schmeckt. Ich esse am Tag immer gute 100 Gramm Haferflocken. Super Kohlenhydrat, also super Energiequelle. Wenn du halt dann noch jeden Tag Sport gehst, dann brauchst du ja irgendwas. Ja. Was? Du siehst schon, dass irgendwie fast kein Sprit mehr drin hat, ne? Hast du damit zum Tanke? Was? Easy. Ja, was ist denn? Was hast du wegen meine zarten Haferflocken? Hör auf. Was ist denn mit Eingabetechnik? Wieso, du müsstest mal noch das Feld hier bestellen nebenbei. Ja, mach ich auch noch. Tu mal den Ladewagen bitte. Tu mal dir den Ladewagen hinten dranhängen bitte. Was machst du denn? Einfach Enter-Taste. Oh, wisst ihr, wie du mitbekommst, spielen wir gerade unser Ass aus, Shelly. Bitte? Wir spielen gerade unser Ass aus. Ass? Ja, du bist unser Ass, du blockierst gerade die Arbeit da drüben auf dem Westhof. Genau, im Restenhof. Nicht gewusst wie, aber wir üben noch. Das muss man ja sagen, für 2 Wochen LS oder mittlerweile 3 Wochen LS läuft. Ja. Und trotzdem werden wir gewinnen. Trotz Laptop. Ein bisschen die Krücke ist. Ein ganz schlechtes auch nicht. Also, du sagst die ganze Zeit, dass ihr gewinnen werdet, aber irgendwie stehst du nur am Hof rum. Ja, steht am Hof. Bist du der Klon? Stehst du nicht am Hof? Nee. Nee. Steht habt ihr dritten Mitspieler hier oder was? Also, das ist ja ein Regelbuch dann, ne? Oh. So wie mit dem Holz. Hast du den hinten dran gehangen jetzt für sie? Ah, warte, ich bin hier gerade was am gucken. Jetzt hier einmal quer über die Karte, muss erstmal ein bisschen tanken, sonst steht er wahrscheinlich gleich auf dem Feld und dann haben wir ein Problem. Boah, ich muss jetzt kurz mal hier die Haferflockenblättchen direkt in meine kleine Fressraube reinschieben, ey, das gibt's ja gar nicht. Ey, jetzt kommt Friedrich hier am Spielen hier. Boah, jetzt musst du hier Gas geben, Shelly. Nicht so weit links, mehr rechts. Ja, ja, ja. Junge, du sollst den Weizen runterholen vom Feld. Was ist richtig mit dir? Die Spionage hier schon wieder vor Ort. Das ist aber noch Gras, was ich nicht gesammelt habe. Ja. Gut, Weizen. Musst du abgetankt werden? Ja, ja, dann könntest du voll machen. Oh, nee, passt, sagst du? Passt, ja, hab ich. Mal gucken, wie ist denn der Wachstum jetzt auf 7? Weil 7. Ich finde, wir haben sehr wenig Ertrag hier. Das ist ja ein unterschiedlichen. Findest du? Verpasst das einmal gedüngt alles, müssen wir ein bisschen warten. 18 Uhr, Freunde. Gleich. Jetzt. Von 18 bis 6 haben wir gesagt, ne? Nee, von 20, oder? Was, von 18 Uhr direkt? Nee, oder? Nee, kann auch sein, dass wir von 20 bis 8 Uhr. Ja, ich glaube, wir hatten noch 2 Stunden bis zur Brücke. 8 bis 8. 8 bis 8? Und war so rum. Ja, wäre ja dann 8 bis 8. Jetzt ist aber 18, nicht 20. Ja, ich habe wieder langsam gemacht. War mir jetzt nicht sicher, was wir gesagt haben. Also 20 bis... Wann macht die Brücke auf? Auf heißt, wir kommen nicht mehr rüber, oder? Wann macht sie wieder... Also wann schließt sie wieder, dass man drüber fahren kann? Morgens um 8. Ja, dann 20 bis 8, glaube ich. Jetzt haben wir 2 Stunden geschlossen, plus die Nacht eben, wir werden schnell vorspulen. Ja. Dann spulen wir bis zu dem Zeitpunkt, wo die Brücke sich wieder öffnet. Ja. Das bringt manchmal auch noch einen ganz interessanten Aspekt mit rein, gerade zu schauen, Aspekt, wann bringt man irgendwie Zeugs in die Mitte. Die Brücke schließt, bringt man schon vorher was hin, weil man zum Beispiel, wenn die Brücke dann öffnet, es nicht schafft. Es blinkt irgendwie. Ja, stimmt.
Irgendwie Kompost zum Verkaufen. Das, was da drauf ist. Ja, verkauf das ruhig. Voll, wa? Das, was auf dem. Ja, hier, den brauche ich aber. Was auf deiner Land. Den brauche ich, das sind 3000. Brauchst du? Mhm. Haben. Wir müssen jetzt gleich mal ein bisschen umdisponieren für sie. Lass mal gucken, ob das hier überhaupt funktioniert. Ja. Vielleicht kannst du den Autostack. Du musst den ganz kleinen Deutsch nehmen zum Anhänger ziehen. Der hier kann erstmal hier noch weiter stehen, oder? Der rote hier? Hier ist irgendeine Kolli drin, ey. Ohne den Faktor. Oh. Nee, das Gerät überhaupt noch nie benutzt. Fahr vielleicht hoch, runter, oder? Hast du zu viel Wendemanöver? Ja, ich dachte, ich bin hier die ganze Zeit alleine und wollte eigentlich nur hin und her, also, dass er neben mir fährt, weißt du? Hm, ach so. Hm. Was denn? Was gibt's hier? Wegen was rum? Was machst du denn da? Was macht ihr? Was geht bei euch schief? Gar nichts. Was bist du denn da raufgefahren? Hey, was steht hier rum? Da ist so ein komisches Teil gewesen. Ah, ja. Ah, Frau hängt auf dem Gewicht. Wow. Komplett aufgebockt. Nimm den anderen Traktor und schieb ihn ein bisschen an und. Ja. Aber mach ruhig in Ruhe, alles easy. Ah, lass dich nicht stressen. Nee, immer mit Ruhe, Shelly. Voll. In der Ruhe liegt die Kraft. Kannst uns hier in den Osten auch noch schnell ein Käffchen bringen, wenn du willst. in Blonden, bitte. Also, kennt ihr das? Blond und süß bei Kaffee? Ja, ne? Ja, süß ist ja. Aber süß ist ja echt. Dann kannst du es auch mit Kaffee lassen, oder? Ja, ich trinke ja nur blond. Ja, okay. Ja. Hell oder dunkel? Hellblond. Nee, das ist schon wichtig. Bin eher so der Milchkaffee. Ist auch ein Unterschied, ob du Sahne mit reinmachst oder Milch. Sahne gibt's bei mir überhaupt nicht. Wie ungesund Kaffee ist, Alter. Was? Ja. Wo hast du denn, welche Studie hat dir das wieder erzählt? Ah, lass mich raten, die Monster ist gesund Studie? Ja. Ja, verstehe. Unglaublich. Der ist gesund. Ja, immer ein Maßen, ne? Hey, Monster ist grün, das ist natürlich. Aha. Denke nicht. Aber Kaffee ist ja nun nachweislich nichts Ungesundes. Ach, das habe ich doch jetzt so Spaß. Du musst ja nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Ja. Na, bei Physi, ach. Ich merke schon, worauf das hier hinausläuft. Was soll ich den hier? No. Wickler fahren oder versuchen, Ball einzusammeln. Bereist! Ja, ich bringe jetzt erstmal schnell. Physi, es wäre cool, wenn der Sammelwagen voll ist, dass du nochmal Auge drauf machst. Stell dir jetzt mal hier noch einen Anhänger, ja? Das ist bei 82%. Wenn du den mal eigenständig abfahren würdest. Was? Die halt, sorry. Das ist ja egal. Nur fix hier rüber, Kompost rein und ab geht die Luzi. Also geht das scheinbar nicht automatisch ab. Nützt ja nichts. Jetzt an die. Ich will LU. Ich will jetzt einsteigen. So, musst du mal gucken, wie der angeht. So. So. Jetzt zur Aufnahmezeit ist ja Wochenende, habt ihr immer Schönes vor? Jetzt ja, am Wochenende. Die war eigentlich die Party, war nicht Party jetzt? Oder die war. War, ne? Ja. Die war nicht schlecht. Hast du ein bisschen Gas gegeben oder konntest ja, du ich war der Letzte. Zaum halten? Nee, nee. Ich, mein bester Kumpel und mein Schwager, wir sind als Letztes, haben wir die Veranstaltung verlassen. Ja, aber vorbildlich, 39 war ich wieder am Rechner aufgenommen, ne? Hatte dir irgendwie Aufnahmetermin für irgendwas? Aber ja, warst du nicht bis 1 Uhr da, ne? Warst du doch ein bisschen länger, oder? Der aber auch nicht viel länger. Okay. Es ging schon, aber es ging ja auch 18 Uhr schon los, ne? Na gut, wenn man rechtzeitig anfängt, dann kann man noch rechtzeitig auch. Sag ich ja. Gut, aber das ist perfekt, dass du gerade da bist. Ich brauch direkt den MB-Truck. Ja. Habt ihr? Soll ich dir jetzt hinterherfahren? Ja. Problem ist, weiß ich, ob der andere das schafft hier, ne? Naja, der Preis kann sich eh ruhig ein bisschen erholen. Wir müssen sehen, gucken, ob es anmachen muss. Er schafft das nicht. Warum nicht? Schafft das nicht. Was machst denn du da? Sicher?
Quallen einsammeln können. Eigentlich müssen wir einfach reinziehen. Das kann ich dir garantieren. Nochmal B. Meinst du wirklich? Ja, ich hab den auf Gams. Ja, der verreckt schon mit 18.000 Fisch. Also in der Nähe vom Hänger, das schafft er nicht mehr. Der gerät auch noch nicht so gut. Noch nie so einen komischen Beinblick davon genutzt, muss ich sagen. Oder wir. Das ist noch gar nicht genug. Alten LS, LS 17 Tagen, da haben wir noch mal vollkommen neue Geräte können hier. Nur LS Holz verladen, nur LS Paletten verladen. Ein selbst wickeln hier. Ja. Also. Alten Ablagen, wie nennen wir das? Da kann ich jetzt sagen, dass. Ich glaube, ich jetzt fast alles im LS gespielt habe. Tino ist so einer, der muss alles einmal ausprobieren, ne? Ja. Der muss dann alles machen. Zum Schluss fängt er auch nochmal an mit den Hüllschläuchen und so. Das muss ja auch alles gemacht werden. Ja, der auf der Marsch versucht, ne? Ja. Versuchen wir immer noch, so ist es nicht. Ich versuche mal noch Cosplay. Hast du die Folge gesehen, wo das Schlauch kilometerweit weg liegt? Nee, aber irgendwie hast du es vom Profi wieder weggemacht oder wie war das? Also ich hab's nur so, wie gesagt, also nicht komplett gesehen. Ich hab's meistens im Hintergrund am Laufen und ein bisschen hören, aber zum Gucken komme ich meistens nicht, weil ich dann am Kadebastian bin oder was auch immer. Aber. Also das Schlauchsystem, wie gesagt, ich hab's auch noch nicht getestet, keine Ahnung. Ja, Alter, wo bist du hin? Fahr mal 100 km. Warst du das Feld? Ach so. Auf mich immer zu verarschen. Kuhn nicht besser? So. Kennt ihr doch auch, ne? Den Kuhn-Ballentwickler? Den habt ihr wahrscheinlich dann auch schon getestet, oder? Der Kuhn-Ballentwickler? Lieben die sich eigentlich nichts mit dieser günstigen Variante? Ich hatte doch überlegt, ob die das vielleicht einen Unterschied machen, aber. Nö. Es gibt doch einen von Kuhn und es gibt diesen, der 20.000 weniger kostet, glaube ich. Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Okay, ja klar. Dann möchtest du die Information für dich behalten. Nee, kann ich jetzt wirklich gerade nicht beantworten. So. Ich weiß ein Pfeil im Monitor, das heißt, das ist komisch. Ein schönes mit euren Silageballen gemacht. Schon ein Ziel erreicht, oder? Mit unseren Silageballen? Ne, die hatten wir da aber schon ewig verkauft. Die wurden schon Wochen her. Ja, ne, eine Woche. Ja, stimmt. Ist ja auch schon wieder eine Woche rum. Ist echt ja, eine Woche ist es jetzt her. Man merkt, in einer Stunde schafft man nicht viel, ne? Wenn man ohne die ganzen Helfersysteme arbeitet. Naja, wir haben jetzt hier insgesamt, haben wir ja ein bisschen was über 2 Stunden Zeit. 2 Stunden 20, um genau zu sein. Sagen wir mal 2,5 Stunden haben wir hier Zeit. Immer montags. Da musst du schon ranklotzen, wenn du hier was reisen willst, ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, welche Folge das jetzt ist. Samstag sein, hatten wir gerade eben geguckt, ne? Also die 5. Wochenende, ja. Das ist jetzt die 5. Ja. Ja. Ja, nun leichte Startschwierigkeiten. Die erste Folge hat man schon mal zur Hälfte irgendwie verdattelt, bevor man sich jetzt sicher war, was man nochmal genau machen wollte. Man hat sich ja vorher schon so ein bisschen überlegt, von wegen, das und das, in die Richtung könnten wir gehen, aber dann stehst du auf einmal davor, und weißt du wieder nicht, was doch der richtige Plan ist, dann hängst du da, wo wir eben mit den Mähwerken ganz am Anfang so Probleme hatten. Das Ansehen hätte ich auch nicht gedacht, dass es irgendwie über 3 Folgen dauert für ein Feld. Man echt alles wieder. Ich muss mal ganz, warte mal, wir müssen uns mal ganz kurz ausklinken, mir ist ja gerade was eingefallen. Freezy? Ja? Wir müssen gleich mal die Arbeiten einstellen. Wieso? Wir müssen sofort mal bei der jeweiligen Anhänger uns schnappen und oben die Mehlbude bestücken, weil wir gleich auf Vollgas spulen gehen. Oh, ja. Tino, gute Idee. Gut mitgedacht. Ja, das machen wir. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ab 22 Uhr spulen wir, ne? Ja. Aber bis 22 Uhr kriege ich das Feld auf jeden Fall nicht fertig. Nein, deswegen ist es scheißegal. Steigen den Chassis B ein, fahr zum Anhänger. Ja. Lass es mal alles so stehen liegen. Ja. Weil dann machen wir richtig Paletten da oben jetzt.
Ja, lass mir doch eben den Drescher, der ist bei 50%. Lass mich eben noch einmal zum Hänger fahren, den abparken, nehmen wir das direkt mit. Ja. Wie viel ist im Anhänger drin, weißt du das zufällig? Nee, kann ich so jetzt gerade nicht sehen. Aber der ist gleich voll, ja, der ist gleich voll. Ich müsste ihn jetzt hier voll kriegen, wenn ich die Ladung abgegeben habe. Also du kennst den Plan, weil die Folge ist rum. Nee, weißt du Bescheid, die Folge ist rum, ich sag, wir müssen da jetzt da oben alles reinballern, was wir haben. Ja, ja, ich weiß Bescheid, ja. Gut. So, da sind wir wieder. Hey. Wir können noch mal Lagebesprechung machen, aber wir sind auch fertig. Fertig mit den Nerven, ja. Ja. Oh. Wer war denn eigentlich? War ich? Ja. Ja. Kommen wir tatsächlich schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Ja. Samstag neigt sich dem Ende. Aber auf jeden Fall bei mir. Bei euch gibt es ja auch noch mit Sicherheit einiges anderes von zu sehen. Schaut mal rein bei den anderen. Und wie gesagt, wenn es ein bisschen Spaß macht, unterstützt ihr uns immer ganz gerne mit dem Like. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann freuen wir uns, wenn ihr morgen um 14 Uhr hier wieder reinschaltet und dann ja, dabei seid. Bis dann. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Und tschüss. Tschüss.